Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit dem Klagenfurter Zahnarzt Dr. Jörg Hannes-Schläger. Seine Praxisschwerpunkte sind zahnärztliche Chirurgie und Behandlung von Zahnfehlstellungen mittels durchsichtigen Zahnschienen. Hallo Jörg. Guten Morgen, hallo. Danke für Ihr Kommen. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass wir heute mit dir über die wichtigsten Themen der Zahnmedizin sprechen werden. Und wir fangen gleich einmal an mit den Wurzelbehandlungen. Das interessiert sehr viele Menschen. Wann ist eine Wurzelbehandlung notwendig? Naja, die Wurzelbehandlung ist doch etwas, was jeder, wenn möglich, vermeidet. Man möchte ja den Zahn erhalten. Durch Karies beispielsweise, durch das Eindringen von Bakterien, kommt es eben zu einer Entzündung. Man spricht da von einer Pulpitis. Ja, die Pulpa ist dieses Nervengewebe innerhalb des Zahnes. Und durch das Eindringen und diese Entzündung kann es passieren, dass der Zahnnerv, das Pulpengewebe abstirbt. Ja. Diese Pulpitis führt eben zu einer Nekrose. Und die Entzündung kann sich dann ausbreiten. Im Regelfall geht das mit Schmerzen einher, sodass der Patient das natürlich auch merkt. Und die Entzündung breitet sich bei Nichtbehandlung natürlich ins umliegende Gewebe, das heißt im speziellen Fall in den Knochen aus und kann bis zu einem Abszess führen. Ja. Natürlich wollen wir den Zahn erhalten. Wir wissen einfach aus den Studien heraus, dass es nichts Wertvolleres als den eigenen Zahn gibt, auch von einer Langlebigkeit, wenn man jetzt später dann Zahnimplantate mit Zähnen vergleicht. Wir wissen einfach, die Zähne, die eigenen Zähne halten unterm Strich am längsten. Und wir wollen den Zahn erhalten. Also was müssen wir tun? Wir müssen die Infektion bekämpfen und eine Bakterienfreiheit schaffen. Und das machen wir durch die Wurzelbehandlung. Im speziellen Fall funktioniert das so, dass wir das Innere des Zahnes, also das nekrotische, infizierte Gewebe entfernen, den Zahn von innen heraus desinfizieren und nach erfolgreichem Abschluss der Desinfektion den Zahn dicht verschließen, sogenannt abfüllen heißt das. Wie lange dauert so eine Wurzelbehandlung und ist das schmerzhaft? Also grundsätzlich ist zu sagen, das ist abhängig von der Symptomatik. Bei Eröffnung des Zahnes und Desinfektion, wie erwähnt, ist es ja wichtig, das, sage ich mal, für den Zahnarzt passt. Das bedeutet, der Zahn muss von innen heraus trocken sein, er muss offensichtlich desinfiziert sein, symptomlos sein. Und wenn all diese Kriterien erfüllt sind, ne, dann füllen wir eben diesen Zahn dicht ab. Das heißt, wie oft muss man zum Zahnarzt gehen? Es ist im Prinzip davon abhängig, wie die Situation des Zahnes aussieht. Ne? Heutzutage ist es möglich, mit feinsten Gerätschaften und Techniken den Zahn sogar in nur einer Behandlung fertig zu behandeln, was natürlich für den Patienten natürlich angenehm ist, muss man nur einmal hingehen. Ne? Und ist das mit Schmerzen verbunden? Die Wurzelbehandlung an sich sollte schmerzfrei sein. Zur Anwendung kommen da die klassischen Anästhetika, die klassische Spritze beim Zahnarzt. Und was ist eine Wurzelbehandlung mit einem Laser? Laser ist eine sehr moderne und sehr gute Behandlungsmöglichkeit zur Desinfektion des Zahnes. Ja. Wir haben einfach das Thema, dass diese Bakterien, die ja mikroskopisch klein sind, natürlich in den letzten Winkeln des Wurzelkanals sind. Ja. Und das ist oft das Thema, dass auch gut wurzelbehandelte Zähne Schmerzen verursachen. Muss man sich anschauen, warum. Weil in den letzten Enden der Wurzeln kann man sich vorstellen, das ist aufgebaut wie ein Flussdelta. Ja. Es sind feine Verzweigungen, feinste Kanäle, in denen eben solche Bakterien drinnen sitzen können. Wir wollen Bakterienfreiheit. Der Laser ist ein Mittel dazu, auf modernste Art und Weise diese Bakterienfreiheit zu schaffen. Ja. Man fährt mit feinen Glasfasern Optiken dort in den Zahn hinein, löst den Laser aus und desinfiziert so über diese photodynamische Therapie den Zahn. Und können dann in weiterer Folge, noch mehreren Jahren von mir aus, sich doch wieder Bakterienherde bilden? Also sprich, ist ein wurzelbehandelter Zahn, konnte er sozusagen giftig werden und kann sich das auf den restlichen Organismus irgendwie auswirken? Das ist leider möglich. Auch ein perfekt wurzelbehandelter Zahn, wenn eine hundertprozentige Erfolgsquote gibt, das leider nicht. Besteht die Möglichkeit, dass das wieder aufflammt, ne? Dass irgendwo Restkeime oder Bakterien eventuell verblieben sind. Der Zahn war zuerst symptomlos, es hat alles super funktioniert, aber nach vielen Jahren die Infektion übergreift in benachbarte
Gewebe, das ist im Regelfall der Knochen, und das kann man dann auch röntgenologisch sehen. Symptomatisch wäre es, dass der Zahn dann druckempfindlich wird. Und in dem Fall, wenn das dem so ist, was tut man dann? Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Also es ist grundsätzlich zu betrachten, ist die gut? Ja? Mhm. Oder gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man wiederholt die Wurzelbehandlung. Man spricht da von einer Revision einer Wurzelbehandlung. Das heißt, man entfernt dieses dichte Abfüllmaterial, von dem ich vorher gesprochen habe, und wagt einen zweiten Versuch. Man revidiert diese Wurzelbehandlung. Ja? Die andere Möglichkeit, die man kennt, ist, dass man eine klassische Wurzelspitzenresektion macht. Das heißt, man hat den Fall, die Wurzelbehandlung ist super gut gemacht worden, aber aufgrund einer einer abnormen Wurzelkanalanatomie war es nicht möglich, den perfekt zu füllen. Ne? Dann kann man auf einem chirurgischen Weg hergehen und diese Wurzelspitze abtrennen. Also da werden die letzten, sagen wir mal, 2-3 mm einer Wurzelspitze abgetrennt, das Entzündungsgewebe mit entfernt. Ja, gegebenenfalls, wenn das in Knochen übergegangen ist, dass man eben diese vielleicht Zyste oder zystisches Gewebe entfernt und den Zahn von oben dicht wieder abschließt. Die Erfolgsquoten sind sehr, sehr hoch für diese Behandlungsmethoden. Und wenn man jetzt so einen Zahn hat, so einen giftigen, kann sich das auf andere Bereiche des Körpers auswirken? Ja, aus der traditionellen chinesischen Medizin kann man ja sogar jedem Zahn gewisse Organe oder Gelenke zuordnen. Ja? Und es gibt immer wieder Fälle, von denen berichtet wird, wo sich eben Zahnherde auf den Körper auswirken. Zahlt die Krankenkasse eine Wurzelbehandlung? Ja, auch Wurzelspitzenresektionen und dergleichen. Also all diese Thematik ist von der Krankenkasse gedeckt.